Hallöchen, willkommen beim Halloween Special. Wir spielen heute Last Silver. Das ist eine Creepypasta. Und ja. Oh mein Gott, alles ist dunkel. Aber wir müssen. Wir haben hier zum Glück ein Pokémon, das noch Flash hat. So, jetzt müssen wir uns beeilen, weil unser Pokémon ist kurz vorm Draufgehen und das Licht wird immer schwächer, so wie unser Pokémon auch. Also, wir müssen rennen. Los! Renn! Renn! Na los! Schneller, du schaffst es! Komm schon, gleich hast du es geschafft! Ah, da ist schon ein Schild. Naja, gut. Turn back now. Nein, ich will nicht zurück. Nein! 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 Da! Rehaze. Okay, und jetzt heißt es zurückgehen. Das ist, keine Ahnung, warum man jetzt da rückwärts läuft. Schneller. Okay, wie ist es mit unserem Pokémon eigentlich? Wir haben hier nur Inkognitos dabei. T-O-Too Bad. Das ist zu schlecht. Oh nein. Oh nein. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich gehe einfach weiter. Renn. Renn schneller. Na los. Ich hast es geschafft. Irgendwie ist jetzt auch alles so schwarz. Der Charakter hat jetzt eine schwarze Silhouette. Oh nein. Ein Labyrinth auch noch. Oh Gott. Also, falls ihr das Spiel selber spielen wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Jetzt müssen wir erstmal diesen Weg durch dieses Labyrinth finden. Oh mein Gott. So, hier ist der Ausgang. Ah! Was war das denn jetzt? Schauen wir uns erst mal unsere Pokémon an. X, 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 X. Und wir haben einen Tornupto namens Please. Ohne Gesicht. Und ein Ei. Oh mein Gott. Unser Charakter hat auch kein Gesicht mehr. Nein. Und jetzt? Selbst hier hat er kein Gesicht mehr. Oh Gott. Please, Hess. Was hat unser Please? Ich muss mal schnell schauen. Nein, falsch. Hier. Please? Was ist mit Please? Oh mein Gott. Hat seine Beine verloren. Okay, weiter geht's. Please has P. Was heißt P? Schauen wir uns Please mal. Please ist weg. Oh mein Gott. Was passiert hier? Hilfe. Fragezeichen. Ist unser Ei jetzt etwa geschlüpft oder was? Schauen wir uns das einfach mal an. Okay, was ist geschlüpft? Nein, nicht Flash, sondern. Okay, es ist ein Feuerriegel geschlüpft. Und unser Tornupto ist verschwunden. Es kann die Attacke Nightmare, Trash, Flash und Leer. Okay, gehen wir mal weiter. So, hier ist der Aufgang. Und die Musik hat sich verändert. Sie wird viel düster als sonst. Oh Gott, mir ist nicht so ganz geheuer bei dem, was hier vor sich geht. Nein, hier geht's nicht weiter. Hier ist Thrashing about. Was ist mit unserem Feuerriegel passiert? Schauen wir uns mal an. Nein, nicht Flash. Es hat eine Attacke verlernt. Thrash hat's verlernt. Okay. Und hier haben wir auch nichts. Kein Item. Oh je, was machen wir jetzt? Alles ist schwarz-weiß. Hier geht's nicht weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der will uns nichts sagen. Was ist mit seinem Pokémon? Uäh!
ein gesichtsloses Tornup. Ne, Imperator. Level 90. Und was haben wir? Wir haben nur einen vollgelebt 5. Wie unfair. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Was ist das? Enemy 4 asleep. Okay, setzen wir einfach mal Nightmare ein. Vielleicht funktioniert's ja. Er hat einen Albtraum. Wir haben einen Kanimani getötet. Naja, egal. So, und was hat er jetzt zu sagen? Even. Wie geht's eigentlich in die Kognitos? Was steht denn hier jetzt eigentlich? Danny. Was? Danny? Okay, gehen wir mal wieder zurück in den Berg rein. Okay, wir fliegen weg. Wir sind in Ducatia City. Und wir können nicht weiter. Sprechen wir mal mit den Leuten hier. Vielleicht finden wir ja etwas. Professor Eich. Und ist weg. Professor Lind. Das Inkognito kenne ich gar nicht. Obwohl eine neue Spezies hier entdeckt hat. Y. H. Okay. Ist das eine Botschaft an uns oder was? Wie geht's eigentlich unserem Pokémon? Schauen wir uns mal die Kognitos an. H. Hi. Help. Wen sollen wir helfen? Sollen wir unserem Pokémon helfen? Aber wie wollen wir das machen? Können wir ins Pokémon Center? Nein, geht nicht. Oh je, wir müssen uns was einfallen lassen. Denn wenn unser Pokémon stirbt, sterben auch wir. Uiuiui. Kuh. Oder ist das ein R? Keine Ahnung. Kuh und R sehen so verschieden, so unterschiedlich aus. So, was sagst du? Oh. So, und du? E. Okay. Wo geht's hier lang? Sandra, was sagst du zu sagen? Das ist ein W, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Ich kenne die Kognitorschrift nicht so gut. Aber ein bisschen. Aber ich kenne das Wichtigste. Das ist ein A. Okay, wir können in gar kein Haus rein. Oh, okay. Okay. Wir haben immer noch kein Gesicht. Oh, ich bin blind. Oh, und Siegfried hat auch kein Gesicht. K. Okay, einen haben wir noch vergessen. Hier unten. Du. D. Und jetzt? Alles ist lila. Keine Ahnung, das ist. Ich glaube, das ist ein W. H. W. Wo. Wo. Wie wo. 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 Wer. Wo. Wei. Wo. 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 Keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es gar keinen Sinn, was hier steht. Naja, nicht so wichtig. Okay, wir fliegen. Wo sind wir jetzt? Wir sind beim Zinnturm. Wo führt der uns hin? Ich glaube, ich schaue mir mal den Zinnturm an. Was steht denn hier auf dem Schild? Gold? Ich bin nicht Gold. Ich bin ein Gesichtsloser. Safe to you! Has forgotten Nightmare. Schauen wir uns die Kognitos nochmal an. X. E. Okay, was kann. Okay, es kann keine Attacken. Also so richtig. Go away! Das ist der Ruf eines Celebis. Merkwürdig. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay.
wieder dasselbe Spielchen. Wir müssen wieder rennen. Das Licht wird immer dunkler. Und nach wird auch der ganze Raum dunkel sein. Renn! Renn, du schaffst es! Renn! So! Okay. Wir können jetzt nicht mehr. Wir können jetzt nicht mehr das machen, was wir vorhin gemacht haben. Jetzt müssen wir auf Ja klicken. Harry has fainted. Was ist passiert? Schauen wir uns erstmal die Incognitos an. He died. Er ist gestorben. Wir sind tot. Und ruhen jetzt hier auf dem Friedhof, nehme ich an. Nein, ich will nicht tot sein. Ah. Oh mein Gott, wir sind jetzt ein Geist. Was sagen denn die Incognitos zu uns? Was? Keine Ahnung. Und wir haben ein Celebi dabei. Anscheinend ist das Celebi, was wir vorhin gehört haben. Okay, gehen wir mal weiter nach oben. In der Hoffnung, dass wir was finden. Oh Gott, ist das hoch. Alter, was ist denn das für ein hoher Balken? Eieieiei. Kommt auch noch was? Oder laufen wir jetzt einfach nur in die Leere? Nein, das sind ein paar Leute. Was hast du zu sagen? Okay, ich kann die nicht ansprechen irgendwie. Keine Ahnung. Die haben Angst vor mir wahrscheinlich. Hast du was zu sagen? Nein. Okay, weiter geht's. So, was hast du zu sagen? Wants to battle! Sein Pikachu sieht total fröhlich aus und ist Level 255. Und wir haben ein grellendes Shiny Celebi. So, wir haben keine andere Attacke. Wir müssen Abgesang einsetzen. Beide Pokémon werden in 3 Runden sterben. Pikachu verwendet Flail. Keine Ahnung. Und der Countdown läuft. Pikachu ist frustriert. Ja, so sieht's auch aus. Ah! Oh, wir haben knapp überlebt. So, jetzt Leitheiler. Ich habe die Attacke vorhin nicht gewählt. Das macht jetzt alles automatisch. So, das gleicht jetzt irgendwie die KP aus. Und es setzt Horrorblick ein. Wir können jetzt nicht davonlaufen. Aber das wollen wir auch nicht. Okay, unser Celebi ist gestorben. Was ist denn die Bond? Naja. So, und sein Pikachu auch. Es ist ein Unentschieden, kann man so sagen. Was passiert jetzt? Wir sind in Neuborg hier. Oh Gott. Und jetzt? Und jetzt? Ich gehe mal nach draußen. Lol. Okay, gehen wir weiter nach unten. Wir gehen jetzt durch die Wände. Wir sind ja jetzt ein Geist, wir können jetzt überall durchgehen. Schauen wir uns ein. Was zeigen denn die Incognitos nochmal an? So, Incognitos, zeigt mir eure Weisheit. No. Now. No. No more, oder? No more ist es. Ja, no more, nie wieder. Okay. Wir sind jetzt außerhalb der Map, kann man sagen. Und wer ist das? Goodbye forever. Used Nightmare. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt im Pokémon-Turm, glaube ich, in Lavandia. Was sagen die Incognitos? Im Dead. Untot, glaube ich. So, und jetzt haben wir noch was wir machen können. Ne, die Karte können wir nichts machen. Okay, schauen wir mal unsere Orden an. Okay, alle Arena-Leiter sind gestorben. Keine Ahnung. HIV verbreitet sich schnell. So, und? Ja, das war's. Spiel aus. Und ich hoffe, euch hat das Halloween-Special von mir gefallen. Eigentlich wollte ich ja das Lavandia-Syndrom machen, aber es verschiebt sich wahrscheinlich auf nächstes Jahr. Ich hoffe, ihr hattet hier einigermaßen ein bisschen Gruselstimmung in diesem Let's Play, sag ich mal, in diesem Mini-Let's Play Lost Silver. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play von mir wieder. Also,
Habt noch einen schönen Tag, Leute, und ciao.